Ja, jetzt möchte ich dir erst einmal die Grundlagen der Gitarre vermitteln, noch nicht des Gitarrespielens, damit du dein Instrument einmal besser kennenlernst. Das muss man schon als Musiker. Und du wirst sehen, das ist gar nicht so viel und ist sehr lohnend, denn du musst ja auch irgendwann mal die Saiten stimmen können und diese Dinge. Als erstes vielleicht mal Gitarrenarten. Was gibt es für Gitarren? Was hast du überhaupt für eine Gitarre gerade in der Hand? Vergleiche mal ein bisschen. Das hier ist eine Western-Gitarre, die ich hier in der Hand habe. Außerdem gibt es noch Konzertgitarren. Die haben statt der Stahlsaiten hier unten gut erkennbar Nylonsaiten. Und hier hinter mir habe ich noch eine sehr schöne E-Gitarre stehen. Das sind so die wichtigsten Typen. Es ist für diesen Kurs und für den Anfang, wenn du jetzt lernst, Gitarre zu spielen, völlig unerheblich, an was für einer Gitarre du übst. Hauptsache, ist sie gut, ist gut bespielbar und du hast damit Spaß. Gut, jetzt wollen wir uns einmal das Instrument angucken. Was haben wir hier? Hier oben ist der Kopf der Gitarre. Hier über diese Mechaniken oder auch Wirbel genannt, werden die Saiten gespannt. Das ist also schon sehr wichtig. Wir werden uns damit genauer beschäftigen, wenn es um das Stimmen der Gitarre geht. Dann folgt der Hals der Gitarre. Hier sind Bünde. Diese einzelnen Fächer hier möchte ich nicht Fächer, sondern Bünde nennen. Immer beendet, abgetrennt durch Bundstäbchen. Diese Metalleinlassungen hier. Sehr wichtig später, wenn wir Akkorde greifen werden, muss man wissen, wo, in welchem Bund man, auf welche Saite natürlich auch, die Finger legt. Dann kommt hier der Korpus oder Körper der Gitarre mit dem Schallloch. Letztendlich wird der Ton durch Vibration des Holzes erzeugt und der Ton kommt dann aus dem Schallloch. Gut, dann haben wir unten nochmal einen Steg, in den die Saiten angelassen sind. Auch das sieht bei der Konzertgitarre ein ganz klein wenig anders aus. Da sind sie hier unten so umgewunden. Auch daran kannst du erkennen, was für eine Gitarre du hast. Ja, und das sind die wichtigsten Begriffe, die man für seine Gitarre kennen sollte. Ein sehr wichtiges Thema ist die richtige Sitzhaltung, mit der du an deiner Gitarre sitzt und übst, denn nimmst du eine falsche Haltung ein, kann es passieren, dass du Schmerzen bekommst. Schmerzen sind doof, das wollen wir nicht. Und vor allen Dingen hindern dich Schmerzen am Weiterüben. Deswegen gebe ich dir jetzt eine Empfehlung. Es gibt nicht die richtige Sitzhaltung, aber es gibt zwei. Und ich zeige sie dir beide ganz ausführlich. Vollzieh sie am besten nach. Und schon mal ein Tipp vorab. Keine der beiden Haltungen ist die ausschließlich beste. Wechsle zwischen den Haltungen, wenn du merkst, dass du dich verspannst oder dass es unangenehm wird. Gut, die erste Haltung. Ich sitze auf meinem Stuhl ziemlich weit vorne und habe die Gitarre zwischen meinen Beinen. Drehe ich mich mal wieder so um. Ich nenne das die Haltung des klassischen Gitarristen. Die Gitarre wird zusätzlich gestützt hier durch den Arm, den ich ungefähr in der Armbeuge auf die Gitarre lege. Mach das so, dass du bequem mit dem Daumen über die Saiten fahren kannst. Denn da willst du dann ja anschlagen. Ja? Das muss nicht unbedingt die Armbeuge sein. Irgendwo dazwischen ist für jeden so der Punkt, wo man sie sauber halten kann. Sauber und sicher, denn die linke Hand spielt beim Halten der Gitarre gar keine Rolle. Du willst ja schließlich irgendwann mal so virtuos über alle Saiten fahren und dabei Kunststücke vollbringen. Du darfst die Hand nicht dazu benutzen, die Gitarre festzuhalten. Gut, dann geht's weiter. Du sitzt dabei bei dieser Haltung ja ziemlich aufrecht. Die Gitarre ist ziemlich aufrecht vor dir. Jetzt lässt du die Hand locker, die linke Hand, nimmst sie in einem Bogen hoch und gehst damit an den Hals der Gitarre. Achte darauf, dass wirklich alles rund ist. Meine Hand ist rund. Du hast hier sehr viele Gelenke. Auch mein Arm ist dabei rund. Ja, ist alles rund. Die Finger kommen von oben auf den Gitarrenhals. Von oben, nicht irgendwie so von unten. Das ist schlecht, denn du erzeugst dadurch keine klaren Töne. Von oben. Tennisball hier. Ja. So, jetzt neigst du wahrscheinlich am Anfang dazu, du willst ja gucken, was du machst, die Gitarre so ein bisschen zu drehen, zu dir zu drehen.
Das ist verständlich. Achte aber drauf, wenn du das zu stark machst, musst du immer weiter her. Siehst du, wie unangenehm das wird? Hier verkrampfen und so um den Gitarrenhals kommen. Deswegen, du musst einen Mittelweg finden, dass du aufrecht sitzt, die Gitarre ziemlich aufrecht ist, den Kopf ein bisschen überneigst, trotzdem noch sehen kannst, was du hier machst. Ja, die zweite Haltung ist die Haltung des Bluesmusikers. Bluesmusiker sind entspannte Leute, die sitzen weit zurückgelehnt, hinten an der Lehne und haben die Beine übereinander geschlagen und die Gitarre liegt so hier in ihrem Schoß. Auch sie fixieren die Gitarre mit der rechten Hand. Die linke Hand ist wieder ganz frei. So, und alles, was ich jetzt vorhin gesagt habe, mit dem linken Arm gilt hier ganz genauso. Sieh zu, dass du rund auf die Gitarre kommst, sodass du die Saiten immer von oben erwischt. Lehn mich nochmal zurück. So wäre dann diese Haltung. Und du siehst, das geht auch. Ja, jetzt geht es um das Stimmen der Gitarre. Und vorab geht es um die Saitenbezeichnung deiner Gitarre. Es ist ganz wichtig, dass du die Bezeichnung der Saiten kennst, das heißt die Töne, die, wenn die Gitarre richtig gestimmt ist, hier durch die Leerseiten, das heißt durch das Anschlagen dieser Saiten, ohne dass du mit deinem Finger greifst, erzeugt werden. In der normalen Standardstimmung, die fast alle benutzen, sollte die Gitarre so gestimmt sein, dass das hier den Ton E erzeugt, das hier den Ton A, die nächste Saite den Ton D, dann gefolgt von dem G, dem B oder H und dem hohen E. Okay? Folglich ist die Bezeichnung der Saiten E, A, D, G, B oder H und hohes E. Zu dem B oder H muss ich natürlich noch was sagen. International ist das die B-Saite, der Ton B. Nur in Deutschland, ausschließlich in Deutschland, wird diese Saite auch als H-Saite bezeichnet. Ich würde dir empfehlen, dich an die internationalen Bezeichnungen zu halten, denn auch dein Stimmgerät wird dir hier ein B anzeigen, wenn die Saite richtig gestimmt ist. Gut, dann kommen wir jetzt also zum Stimmen mit einem Stimmgerät. Ich empfehle dir hier zwei Möglichkeiten. Das erste ist das mit einem externen Stimmgerät, was man an die Gitarre anklippen kann. Das hat den Vorteil, dass die Schwingungen der Töne direkt über das Holz in das Gerät übertragen werden. Das heißt, es ist unabhängig von Nebengeräuschen, die vielleicht um dich herum sind. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Meine Gitarre sollte eigentlich ganz gut gestimmt sein. Hier wird ein E angezeigt. Ein A. Und du siehst, das schwankt auch immer so ein bisschen. Das sind Schwingungen, die überzeugt werden. Die sind nie ganz konstant. Aber wenn das so 2-3 Minuten, na, da können wir ein bisschen nachziehen. Machen wir gleich. Das ist gut. Wenn das so 2-3 Sekunden steht, dann ist das in Ordnung. So, jetzt hatten wir hier festgestellt, die G-Saite ist nicht so ganz in Ordnung. Ne? Die ist zu tief zurzeit noch. Wir müssen ein Stückchen nachstimmen, damit das G wirklich vollständig richtig ist. So, jetzt nehme ich mal die Gitarre anders und zeige dir das. Das machst du jetzt folgendermaßen, indem du diese Saite anschlägst und dann zeitgleich an der Mechanik drehst. Die Mechanik muss natürlich zu dieser Saite führen, also guck genau hin, wo deine Saiten hinlaufen. Und das hat sie jetzt eben, ups, das war die B-Saite, das hat sie jetzt eben schon gebracht, die Saite steht, das ist gut so, völlig in Ordnung. Gut, das war recht einfach. Was ist jetzt aber, ich mache mal hier mutwillig die D-Saite ein bisschen runter, wenn der Ton gar nicht angezeigt wird. Hier wird mir zum Beispiel, das ist ja jetzt das D, was ich angeschlagen habe, die D-Saite, wird mir zurzeit ein B angezeigt. Was mache ich da jetzt?
Jetzt muss ich mir einfach das Alphabet denken, von A bis G. Du hast also A, B, C, D, E, F, G. Du möchtest von B nach D. Also musst du die Saite stärker stimmen. Das heißt, du musst die Spannung erhöhen, um die Saite straffer zu bekommen und somit den Ton von B auf D zu erhöhen. Das machen wir jetzt mal. Ich drehe jetzt wieder an der richtigen Mechanik. Jetzt siehst du, kommt schon das C. Das ist das Cis und da haben wir schon das D. So, jetzt haben wir sie prima in Einklang gebracht. Die Gitarre ist gestimmt. Eine Sache sei noch angemerkt zur A-Seite. Was ist denn, wenn dir statt dem A dort ein G angezeigt wird? Jetzt hatte ich dir ja gesagt, du musst immer von A nach G denken. Musst du auch. Wenn du bei G angelangt bist, das ist der letzte Ton, geht es halt wieder von vorne los. Das heißt, in diesem Falle ist die A-Seite auch zu tief gestimmt und du musst sie höher stimmen. Ja? Du musst also von dem G auf das A gelangen, da ist es. So, und dann ist diese Saite auch prima gestimmt. Ich glaube, es ist klar, was passiert, wenn sie zu hoch gestimmt ist. Dann musst du an der Mechanik genau anders herumdrehen, um den Ton zu senken, um auf den richtigen Ton zu kommen. Gut, als letztes möchte ich dir noch zeigen, wie man mit einer Stimm-App umgeht. Ich kann dir dazu empfehlen, die App Guitar Tuner. Funktioniert eigentlich ganz genauso wie ein Stimmgerät. Achte bitte darauf, dass du hier oben auf Standard eingestellt hast. Standard bedeutet in diesem Fall das Standard-Tuning für eine Gitarre. Ich hatte vorhin schon erwähnt, das ist die Standardstimmung. Manche Gitarristen stimmen die Gitarren auch noch anders, ist aber eher die Ausnahme. Also stell hier auf Standard, dann siehst du hier abgebildet sehr schön deine Gitarre mit den richtigen Saitenbezeichnungen und verfährst dort genauso. Besonders schön an dieser App finde ich, dass es auch immer noch so ein akustisches Signal gibt. Weiß nicht, kann man jetzt hier hören, ne? Wenn die Saiten richtig sind, das nennt man einchecken. Machen wir mal einen Ton lauter. Mache ich mal die Seite. Jetzt hat man es gut gehört, ne? Wenn das eincheckt, kannst du sicher sein, dass die Saite wirklich gut gestimmt ist. Ja. Irgendwann siehst du hier auch sehr schön, dass der Ton zusammenbricht. Das ist völlig normal. Gut, soweit zum Stimmen deiner Gitarre.